Ich sage Prost. Hallo, wir begrüßen Sie auf Schloss Aufhausen. Wir sind Heidi Rauch und Michael Konitzer und laden zum Olivenöl-Erntedankfest morgen Sonntag, den 13. von 12 bis 17 Uhr. Es gibt dort ganz frisches Olivenöl, frisch importiert aus den Marken, aus den italienischen Marken, aus Mittelitalien, von drei verschiedenen Ölbauern, die auch ein bisschen anders verschieden schmecken. Da kann man sich selber auch vorher kosten, was man am besten passt. Und es gibt noch eine Menge andere Spezialitäten. Wir haben Aceto Balsamico, wir haben zitroniges Olivenöl, wir haben verschiedene Marmeladen, wir haben Nudelspezialitäten aus den Marken, wir haben Linsen aus Castelluccio, da werden wir auch tatsächlich noch 1 Euro für die Erdbebenopfer spenden, weil dieser Ort, den gibt es kaum mehr, der ist im Zuge des Erdbebens leider zerstört worden. Wir haben Kaffee aus den Marken mitgebracht, aus einer kleinen Kaffeerösterei, und wir servieren Wein zum Probieren, Rossobello aus den Marken und Olivenblättertee, unser Energiespender, den meine Mama hier mit ihren 88 Jahren eigenhändig zupft und häckselt und konfektioniert. Dann haben wir noch Kräuter von Maiga aus dem Hunsrück. Der hat ganz verschiedene Spezialitäten aus ihren Kräutern gemacht, wie zum Beispiel Quittenkonfekt, Birnenkonfekt, verschiedene Salze, auch eine Essigart, Honig und Tee und Verbenentee und Kräuter. Hier haben wir unser. Morgen ist dann alles frisch drauf. Hier werden die Olivenöle probiert, die Marmeladen gibt es zum Probieren. Es gibt dann auch viel zu essen. Wir haben Croquette dabei, wir haben eine Linsensuppe, alles natürlich mit Olivenöl gemacht. Es gibt Nudeln mit Trüffelsoße und zum Essen. Dann haben wir hier den Stand von Bianca und Uli. Wir haben also drei verschiedene Essigsorten, aber auch Auberginencreme hat Bianca selber gemacht. Man muss dazu sagen, das ist alles selbst gemacht, aus Handarbeit mit nur besten Zutaten. Auch diese Aceto Balsamico ist 15 und 7 Jahre alt. Was haben wir noch? Und 10 haben wir auch. Dann macht Bianca einen wunderbaren Eierlikör selber und einen Nocino, das macht der Uli. Das ist auch aus grünen Walnüssen, Nocino und Walnusslikör. Und dann kommt als letztes, last but not least, kommt Ireneo Tucci mit seinem Limonolio. Das ist also zitroniges Olivenöl. Wir freuen uns. Ja, hier gibt es Schinken. Frisch geschnitten, auch frisch importiert aus den Marken. Genau. Guten Appetit. Wir hoffen, Sie zu sehen. Und wir freuen uns darauf, dass wir Sie morgen begrüßen können und bewirten können und natürlich auch viel erzählen können in Vorträgen und auch so persönlich im Gespräch über die Marken und übers Essen.